Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es um dieses Paket hier, du siehst es vielleicht schon. Das ist von der Firma Neasy Filters. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber die sind gerade schwer im Kommen. Und die bringen jetzt gerade ein neues Produkt auf den Markt, was mit dem 14 bis 24 mm Objektiv von Nikon zu tun hat. Also mit Ultraweitwinkeln. Da hat man ja immer so ein bisschen Probleme, weil man da extrem große Filter braucht. Und das zweite ist, ein Polfilter gibt es dafür auch noch nicht wirklich. Ganz teure Lösung, aber das Ding hier, das bietet die Lösung. Und ich bin ganz gespannt drauf, dass ich dieses Produkt jetzt testen darf für euch. Und lass uns das einfach mal zusammen auspacken. Ganz schnell mal. Verpackt. Okay, das brauchen wir nicht mehr. Das erste hier gleich die Haptik. Das ist ein richtig schönes Case, eine richtig schöne Tasche, wo dieser Filterhalter dann drin ist. Und wir machen das Ganze jetzt einfach mal weiter auf hier. Hier haben wir das gute Stück. Das Schöne ist, das Ganze besteht wirklich komplett aus Aluminium, also kein Plastik oder sowas, sondern es ist wirklich Aluminium. Sieht alles erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr hochwertig aus. Hier hat man dann verschiedene Vorrichtungen, um zum Beispiel den Polfilter zu drehen. Und hier vorne hat man insgesamt Einschübe für zwei Filter. Genau. Zwei Filter und ein Polfilter können hier zusammen rein. Hier steht es auch nochmal Neasy S5, so heißt der neue Filterhalter. Das Ganze ist ein 150 mm System, das heißt 150 mm Filter gehören hier dann mit dazu. Und das Ganze ist für das Nikon 14-24 2.8, also genau dieses Objektiv. Und ich würde sagen, wir schrauben das Ganze jetzt einfach mal direkt drauf. Man kann das Ganze hier hinten einmal aufdrehen, dann löst sich das Ganze hier so ein bisschen. Und dann kann man es hier direkt auf das Objektiv draufschrauben. Hier muss man natürlich darauf achten, dass das genau passt. Und dann dreht man das Ganze einfach wieder zu. Und das Ding sitzt. Das ist echt eine coole Konstruktion. Wenn ich jetzt an meine alten Filterhalter denke, da war das Ganze schon deutlich schwieriger immer. Und von daher finde ich das jetzt schon mal sehr, sehr cool hier auf jeden Fall. Hier oben hat man jetzt die Vorrichtung, um den Polfilter dann hin und her zu schieben. Auch sehr, sehr cool. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn der Filterhalter draufgeschraubt ist. Schauen wir jetzt noch mal ganz kurz, was hier vorne noch drin ist. Hier ist nämlich der angesprochene Polfilter noch drin. Ja, ich jetzt mal noch schnell auspacken. Tja, Leute, das ist mal ein Polfilter einer richtigen Größe, würde ich sagen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger zu transportieren, auch von der Größe her, aber man hat endlich mal einen Polfilter für das 14 bis 24 mm. Das ist schon echt cool. Und den werde ich jetzt einfach mal noch probieren, hier drauf zu schrauben. Dazu werde ich jetzt hier mal schauen. Ich glaube, man muss hier nämlich einfach nur diesen Stift so ein bisschen rausziehen. Genau, und dann kann man das Ganze hier oben absetzen. Das ist mega cool. Und jetzt kann man das Ganze hier direkt einschrauben. Ich hatte jetzt hier auch gerade ein bisschen Sorge, dass das mit der Sonnenblende nicht ganz passt, aber es passt wirklich haargenau. Also das ist schon echt cool. So. Jetzt packen wir den wieder oben drauf. Und fertig ist das Ganze. So sieht das Ganze dann mit Polfilter aus. Und das kann man jetzt hier oben einfach an dem Rädchen, kann man diesen Polfilter dann drehen, wie man möchte. Yeah.
Sehr, sehr coole Geschichte auf jeden Fall. Ja, an dieser Stelle nochmal ganz großes Dankeschön an Nisi Filters, die mir dieses System jetzt hier zur Verfügung gestellt haben zum Testen. Und ich werde es natürlich für euch jetzt auch natürlich dann im Live-Modus testen. Das heißt, ich werde damit rausgehen und Fotos machen. Und wenn ihr Bock auf weitere Videos zu diesem Thema habt, zu diesem Thema Nisi Filters, weil das ist schon echt ein cooles System, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, dann werden dazu natürlich auch weitere Videos kommen. Und ich freue mich jetzt einfach, das ganze Ding mal auszuprobieren. Also, viel Spaß beim Gucken weiterer Videos, viel Spaß beim Lernen mit Fotografie, Lightroom, Photoshop und so weiter. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnier auf jeden Fall den Kanal, falls du noch nicht getan hast. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.